Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Symbol 2, der dem Spiel das. Heute werden wir mal eine Güterlok aufrüsten und sie für ihre Aufgaben bereit machen. So, wir werden erstmal einsteigen. Schließ die Tür. Das harrende Dinge. Wir sollen erstmal die Batterie aktivieren, wenn wir diesmal tun. So, dann sollen wir uns setzen. Stellen Sie den Hauptschalter auf neutral. Aber gerne doch. Ach. So. Stromabnehmer aufheben. Handbremse auf Lösen. Leistungshebel auf 10%. Ja. Soll mindestens 8 km/h erreichen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. So, da vorne sollen wir anhalten. Wahrscheinlich müssen wir doch noch ein Stück vorfahren. Sollen wir zum Wuppertaler Hauptbahnhof fahren? Haben gelbes Vorsignal. So, Sonne geht auf, wunderschön. Mal ein bisschen bremsen. Da vorne ist nämlich schon unser Anhaltepunkt.
versuchen genau auf den Punkt zu landen. Es hat einigermaßen geklappt. So, jetzt müssen wir aber noch warten, bis wir grün haben. Schauen wir mal, wie der Ablauf ist. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt haben wir Wuppertal-Oberbahn fahren, dann Wuppertal-Langerfeld-Rangierbahnhof, Wuppertal-Rangierbahnhof Ausfahrt. Oh, wir haben noch einiges vor uns. So, ich denke nach der S-Bahn 4, beziehungsweise nach dem RE. Wir dürfen.
Ich glaube, so geht's. So, wir werden mal ein bisschen langsamer. Wir dürfen nämlich gleich nur noch 60. Wir haben ein rotes Signal vor uns. So, dann werden wir uns mal ein wenig an das rote Signal ranpirschen. In der Hoffnung, dass es umspringt. Da kommt doch schon der AE. Dann harren wir mal, bis es grün wird. Ah ja, das ist der Fall. In 150 Meter 40, das heißt, wir brauchen gar nicht weiter aufschalten. Schön geschmeidig beschleunigen. Thank you.
So, 50 dürfen wir beschleunigen. Ach, ist gleich schon wieder 40. Also diese Weichengeräusche, einmalig. So, haben wir gleich wieder rot. Dann müssen wir tatsächlich noch 1 Meter fahren. So, Ausfahrt. Das Ganze mal eben abspeichern. So. Der spannende Teil kommt da jetzt gleich erst. Also der spannende Teil des Szenarios. So, wir versuchen wieder 0 Meter hinzubekommen, weil sonst das Szenario nicht weiterläuft, wie wir schon festgestellt haben. Müssen wir mal ein wenig drauf geben. So, 5, 4. Ah, es geht bergauf.
So, jetzt beginnt der spannende Teil. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus. Auf aus. Setzen Sie sich in den Lokführersitz. Das heißt, wir müssen hier überhaupt erstmal raus. Komm. Stellen den Hauptschalter wieder auf vorwärts, logischerweise. Und stellen den Leistungsregler wie gehabt auf 10 Musik. 20 Wagen. Wir haben aber noch rot, das heißt, wir bremsen überhaupt erstmal. Und speichern nochmal. Schauen wir mal eben auf die Karte. Ach. Ablauf. So, so wollte ich. So, an Formationen ankuppeln. Langerfeld Rangierbahnhof, Leistungsregler auf 0 und so weiter. Aber als erstes haben wir rot. Viel steht fest. Können es ein wenig ranrollen lassen. Aber nicht zu viel. Dann machen wir das mal eben anders. Fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Dann werden wir das mal tun. Gucken, was passiert. Ah ja, das scheint zu funktionieren. Also ich habe mir sagen lassen, Rangiergeschwindigkeit sind 25 km/h. Dann wollen wir die auch nicht überschreiten. Sondern schön geschmeidig an die Waggons ankuppeln. Schauen uns das mal von hier aus an. Oder auch nicht. Geht schon mal ein wenig in die Bremse. Noch ein wenig mehr. So. Ich glaube, 3 km/h dürfte genügen. So. Aber ich glaube, wir sind noch ein wenig zurückgerollt. Das heißt, wir werden mal ein wenig nachziehen. Ja, jetzt aber. Nein, es reicht noch nicht.
Es sind noch 4 Meter, das kann doch jetzt nicht wahr sein. So, dann werden wir kuppeln müssen. Das heißt, wir steigen aus. Schauen uns um. Alles frei, gut. Stufen wieder aufsteigen. Stellen Sie die Zugkraft auf volle Leistung. Das heißt, steigen jetzt mit beiden zu. Schließen die Tür. Setzen uns in den Fahrersitz. Und stellen die Kunden volle Leistung. Stellen Sie den Hauptschalter auf aus. Stellen Sie den Stromaufnehmer auf Senken. Dann werden wir das tun. Und damit endet unser Szenario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und sage Servus, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieltas.